Sternzeit 120029.5. Das Logbuch des Captains. Wir sind wieder unterwegs, hier irgendwo im Nirgendwo, in einer tiefen, tiefen, untiefen, unerforschten Region des Weltalls, um uns ein paar Probleme zu widmen. Denn wir sind hier in Star Trek Resurgence und damit dunkle Grüße, liebe Leute, und willkommen zurück. Captain Sephiroth an die Crew, wir starten wieder und mal schauen, was uns hier heute so erwartet. Jawohl. Dunkle Grüße, moin zusammen, Kuri, na? Ist auf Tablet, du weißt, was das heißt, ich weiß Bescheid, alles klar. Danke fürs Reinschauen, aber liebe Kurin und ja. Ganz kurz, bevor ich hier voll rein starte, ihr seht vielleicht gerade, ich habe tatsächlich keine blöden schwarzen Ränder drumherum. Ich habe mich nämlich ein bisschen gekümmert und es gibt schon so einen glitzernden Fanpatch offenbar, der zumindest das Problem mit den schwarzen Rändern und dem Fullscreen löst. Und wenn alles funktioniert hat, habe ich jetzt auch 60 FPS im Spiel statt plus 30. Hey, Fendra, ja, Mahlzeit. Ja, 12, ne? Das Soundproblem, was ich hatte, ist tatsächlich ein bekanntes, konsolenübergreifend, PC-übergreifend. Das ist wohl noch nicht in den Griff bekommen worden. Aber gut, wir gucken mal. Erstmal geht es soweit besser, denke ich. Ich freue mich. Face to face. Oh, noch haben wir keinen Sound gehabt von den Sprechern, um das zu überprüfen. Hast du gut gemacht. Ja, ich ja nicht. Ich habe uns gesucht, Kurin. Und zwar eben gerade erst in der letzten halben Stunde, bevor ich das Spiel gestartet habe heute, weil ich davor die Zeit gar nicht hatte und bin zum Glück teilweise fündig geworden. Nein, das ist kein Horrorspiel. Horror ist bloß daran, dass es leider so schlecht optimiert wurde. Wieder keine Soundausgabe hier, Alter. Sprecher, das gibt's doch gar nicht. Aber Fendra, ich habe tatsächlich überlegt, vor etlichen Jahren gab es mal das Indie-Spiel Paranormal. Ich glaube, es hieß Paranormal. Das habe ich mir auch geholt gehabt für Steam. Das wäre vielleicht eine Idee, erstmal wieder oder generell überhaupt mal als Stream oder Let's Play zu bringen. Aber da fehlen mir auf jeden Fall in der nächsten Zeit die Kapazitäten. Aber per se wäre das vielleicht eine Idee, um das mal einfach mal, keine Ahnung, um mal so ein Content zu haben hier in meinem Profilbild, was ich auch aktuell noch habe, ein bisschen gerechter zu werden und so weiter. Nur so als kleiner Hinweis für die Zukunft. She said anything? Es war nur ein Satz, aber er war verständlich. Nicht kaputt. Ah, hat der Patch auch den Soundbug behoben? Ah. Es fühlt sich auch viel flüssiger an beim Drehen. Ah, es sind 60 FPS. Doch, ich meine schon. Ja, doch, es sind 60 FPS. Okay. Wir haben 5 Stunden hier umsonst gespielt. Wir können eigentlich von vorne anfangen, also mal eine neue, tolle Präsentation machen, aber... Ah, na, egal. Ja, ich glaube, ich sterbe, wenn ich das zuschauen muss. Kennst du das denn? Oder meinst du bloß, weil es generell Horror ist? Okay, Sound ist doch noch, wie es vorher war. Hab mich zu früh gefreut. Ja, ich sag euch mal Bescheid, Fendra. Wenn es soweit ist, sag ich Bescheid. das Geheimnis meines Erfolges ist zu wissen, wo man die Infos findet. Zu wissen. Ich glaube, das ist richtig, aber es klingt sehr merkwürdig. Ist zu wissen. Observe Miranda. Na? Hast Spaß hinter Gittern? If there was a chance between you two, I think you've blown it out the airlock. Hope you're happy. Ja, komm schon. Miranda doesn't deserve this. Doch, sie hat's verkackt. We're supposed to be her friends. You went there. Jawohl. 3. What did you want me to do? I wanted to bring her to sick bay. You weren't there until the very end. Ja, aber es stimmt halt. Verdammt nochmal. You're at the start of something good. And you throw it away like that. I never thought you'd turn on me like this. Aber ich... Please, come on. I didn't turn on you. You brought this on yourself. Unless you have some kind of explanation. You think I owe you an explanation? Ja.
Starfleet and its never-ending search for answers. Die zeigt sich aber auch null kooperativ. Also, null! Ja, Tebbit, ich weiß Bescheid. Tried to find the other members of the security team that went to Hotari, but they're missing. We found their comm badges stashed in a Jeffrey's tube. You better hurry up and find them. There's not much time left. Ich hasse das gerade. Miranda, if you know where they are, you have to tell us. We're all Starfleet here. Doesn't that mean anything to you? Wir waren zumindest mal. Not anymore. I have a new purpose now. Mhm, das dazu. Here's something. What is it? Maris didn't get bioscanned after returning from Hotari. Neither did the other two that are missing. None of them were scanned. Which should not have happened. Ihr merkt schon, da ist was schiefgelaufen bei den Leuten, ne? Oh, ich habe lange Auswahl. Schön, dass es heute mal passt, dass du schauen kannst. Ja, finde ich auch schön. Sofern das Spiel zumindest halbwegs was für dich ist, ich weiß es ja nicht. Aber gut, ich meine, ach, du bist ja Witcher, also was frage ich überhaupt? Naja, das ist das, was ich angesprochen habe, das Problem, leider, Fenra. Das Audio hackt, das ist ein Problem des Spiels generell. Es ist nicht gut optimiert. Es ist einfach bescheiden, was das angeht, leider. Ich habe zumindest das Bild besser hinbekommen jetzt, aber das Audio-Zeug ist, wie es ist. Da kann der PC nichts dafür, da kann der Stream nichts dafür, da kann der PC nichts, dein PC nichts dafür oder was auch immer du gerade zum Stream nimmst. Das ist einfach das Spiel, leider. Aber ich habe damit leben gelernt. Das ist, naja. Na, alles gut im Nummer 1. So, all this could be happening because she's contaminated. She caught something on Hotari. It's possible. Pathogen can cause all kinds of behavioral issues. I'll scan Petty Officer Maris and get some data to cut through all this speculation. I think it's better if I do. Sie vielleicht doch zur Krankenstation bringen sollen jetzt im Nachhinein. Ach, ich weiß es nicht. Aber ich meine, komm. Die sagt uns offen ins Gesicht, die hat was anderes jetzt, einen anderen Sinn als die Sterneflotte. Aber meine Freundin sagt noch, ich hab's bei ihr verkackt und nicht andersrum, weil ich mich gegen sie gestellt habe. Was? Offenbar ist sie doch wirklich irgendwie gegen uns gerade und keine Ahnung, was ich. Es ist doch. Ach, ein bisschen merkwürdig. Hauptsache Drama. Ach, die grinst so eklig freundlich, das gefällt mir nicht. Scan dich jetzt. Oh, ist die radioaktiv. I can't believe this. Believe it or not, I'm doing it. Okay, hier ist weiter nichts. Oder? Nee. I don't see. Ha! Gehirnscan. Error, error. Ridiculous. Ah, anomalous synaptic frequencies. Aha, eine Anomalie. Beta Wave and Delta Wave Output inside established norms. Siehste? Nicht innerhalb der Norm. Sowas Überraschendes aber auch. Ihh, ist das eine riesige Pumpe. Muss die so groß sein? Ja, ja. Siehst du hier? Four Chamber Circulatory Pump. Ich meine ja. Higher than average circularity displacement of is detected. Also das ist doch riesig, das Teil. Mit dir ist was gar nicht richtig. Sag ich bloß. Der sportliche Engagements. Ach so. Ach, ich und Sport. Mache ich nicht sowas. Ich bitte mir nichts ein. Komm her für a second. War doch. Did you know? Know what? That's not Petty Officer Miranda Maris. Uh-huh. What are you talking about? It's right here on the tricorder. Tja, jetzt glaubt ihr mir hoffentlich endlich alle mal. Hauptsache, she's beschuldigen. An imposter? Like a double? Or a spy. How is that possible? All I know is that she might look like Miranda. Walk and talk like her too. But she has different brainwaves and even different DNA. This isn't the same person we left Starbase with. Going to feed this into the main computer and run some more analysis. Commander, there's got to be something we can do for her. This is incredible. By some process we don't yet understand, Miranda's body is being rewritten. Her mind has been remapped to another personality, and her DNA is resequencing. I'm not sure the extent of it, but it appears to be invasive. Something, someone has taken over and is bioforming her. That's a crude way to describe it. Bio. Die Augen.
This is a problem. A big one. In der Tat. Also, was ich gesagt habe, tatsächlich, diese Lebensformen, die wir auf dem Planeten gefunden haben, auf dem Mond, sind wahrscheinlich einfach Überreste des Tekkon Empires. Und keine Ahnung, die werden jetzt einfach in diese anderen Spezies reingespritzt und werden die von innen heraus umformen, um sie zu den Tekkonen zu machen und deren Seelen oder was auch immer aufzunehmen und dann die Charaktere wieder auferleben zu lassen, mitsamt des gesamten Imperiums. Ja, Resurgence, liebe Leute. Nicht Resurrection, Resurgence, jawohl. Purer schwarzer Hass, der uns erwendet. Ja, ist doch schön. Das gehört sich so. Aber ja. What are you, where's Miranda? Das ist das Wichtige für ihn, ne? What have you done with the real Miranda? Where is she? You're looking at her. I'm Miranda. That's so much more. Hm. Oh, das. Da ist ja nicht die Betäubung aus. Ja, runter! Ihr Schweine! Scheingewahrt, haben die mich nicht gesehen, dass ich ausgewichen bin? Don't let them get the storage drive. Idiot. Ich brauche einen Phaser. Gib mir einen Phaser. Dankeschön. Ah. Zack. Action Connection. So macht man das nämlich eigentlich. Achtung. Oh, hinter mir. Ihr fiesen Schweine. Sogar für eine Sprache haben sie jetzt drauf. Tekkon Empire. Tekkon Technologie. Ah, Englisch hier. Zack. Grab it. We are the Scions of the Flame. Stop her! Ich bin ja dabei. They're getting away. Shoot! Nein. Shoot her! Verklickt. Ich wollte schießen. Der ist neutral? Ich wollte schießen, verdammt, ich habe mich verklickt. Ah, scheiße. Das ist nicht meine eigentliche Handlung gewesen. Ich sag's nur nochmal. Scions of the Flame? I don't like the sound of that. Tja. Okay, war doch eine Betäubung. Und zwar eine ziemlich schwache, wenn sie wieder aufstehen, jetzt so schnell. Ja, sicher. Doch, wirklich. Ich wollte echt schießen. Ich hab... Ich hab sogar gesagt, wir schießen und hab mir verklickt. Also, ich bitte euch. Kacke. You're never gonna believe this. Ethel macht aber davon gesehen. The Universal Translator didn't recognize that language. It's because it's only ever been read. It's the Tekkon language. You don't say. Ach, hör auf, finde ich keine Abmahn. Doch. The Seed of Violence. Was war ein kurzes Kapitel? Filthy Hotari, hands off me! Hier passiert's nochmal. Burn your planet to the ground! Animals! Wait! No! Nicht ins Ohr, nicht ins Ohr! Okay, halt schon gerade, das ist okay für mich. Keine Angst, der steht gleich wieder auf. Als Tekkon. Und er steht auf. Ha, ging schnell. Echt viel schöner in 360 FPS das Ganze hier. Oh, angenehm. Rise, hab mich verklickt. Mann. Join the flame. This can only mean our time has come. I'm only sorry I couldn't find the more suitable host for you. All in good time. This is only the beginning. They're working together? An Alidian and a Hotari? Tekkon. They did something to him. No shit. Secure the Cartabula. Cartabula. Aber jetzt reden die komischerweise wieder in unverständlicher Sprache. Das ist, oh. Spread out. Search the vault. Was? Hat er was gehört? Mist, wir sind gearscht. Go back through the mine. Cut off their escape. Find them. Ehrlich jetzt? Ich meine, so viel Platz hier im Raum ist nicht, wo wir uns jetzt, wo wir uns verstecken könnten, wenn sie wirklich suchen, aber okay. Ich wollte bei Mutscher auch alle töten, aber das Spiel hat mit einer Moral oder so. Ja, eben. Böses Tablet.
Kurin, böses Tablet. Du kannst auch Tablet nicht wie C Chrome mit einer verbinden. Ich glaube, das Problem ist eher, dass das alles zu klein ist und dann die Untertitel so schwer zu lesen sind. Wenn ich es richtig verstehe, oder Kurin? So. Kann ich jetzt diesen Dingens aktivieren? Korda, hallo? Geht nicht. Ich will das Ding aktivieren, aber es haut nicht hin. Okay. Oh, echt, diese Unschärfe ist weg beim Drehen. Das ist auch super geil. Oh, mega. Viel besseres Spielgefühl als beim letzten Mal. Ehrlich. Was jetzt? Phaser oder Tricorder? Überlegt euch doch mal. Shooting Scenes. Use your phaser to take out the enemy. Hold left, right mouse button to leave cover and take aim with mouse general. Use left mouse to fire, blah 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 blah. Ja, ja, ja. Enemies may require more than one shot to stun. Wow, sind die krasse auf oder was? Pew! Pew! Au! Achso, das war ich gar nicht. Ha. Das war aber one shot. Keine Angst, ich bin ausgebildet. Ich kann das. Auch wenn da viele kommen, ist mir egal. We're trapped. They're blocking the only exit. Alter, lass das. Nein, tu's nicht. This vehicle looks a lot tougher than that barrier. Uh-oh. Enemy attacks. Enemies will shoot at you when you are out of cover, ist klar. Auch wenn ich im Cover bin, aber ist egal. Sparks and smoke from your cover will indicate when trying to line up a shot. Release right mouse button, meine Güte, to duck into cover until they fire. That's ja, blablabla. Ernst normales Zeug eigentlich. Pew pew! Genau. Ach so, wegen Chatten. Ja, Chatten ist natürlich eklig. Okay, okay. So. Hallo, Tony Leon 82. Schätze ich mal. Sprech's richtig aus? Was treibt dich her, guter Freund? Wow, aua. Dammit, da war ich schon getroffen. Super. Nicht so viel auf einmal, bitte. Zack, zack. Aua. Mist, ich bin schon fast tot. Dammit. Ist das Spiel eine Empfehlung, wenn wir überlegen, es zu kaufen? Sehr schön, Pause. Ja, von meiner Seite aus auch, auf jeden Fall. Wenn du was mit Star Trek anfangen kannst, dann kannst du bestimmt noch was mit dem Spiel anfangen. Du musst aber damit erleben, dass der Sound ein bisschen buggy ist. Die Sprecher, wenn die sprechen, dann klingt es ein bisschen pixelig, ein bisschen delayed, ein bisschen echomäßig. Komisch, wirst du ja hier gleich hören nochmal. Das ist ein Problem, das noch nicht in den Griff bekommen wurde. Das wird hoffentlich noch rausgepatcht. Und du kannst sehr begrenzt konfigurieren in den Optionen. Das heißt, du hast maximal eine Full HD-Auflösung. Ich habe es jetzt mit einem Patch auf PC geschafft, das auf höhere Auflösung zu stellen, ohne Rand am Ende. Aber das war auch nur ein Fan-Patch. Und auch die 60 FPS werden nur dank dieses Patches erreicht. Geht per se, ist auch nicht schwer zu installieren, aber muss man wissen vorher. Da gibt es aktuell noch nichts Offizielles. Aber ja, sonst, ich finde das Spiel soweit super. Ich habe jetzt knapp 5-6 Stunden gespielt. Ich kann nicht klagen als Star Trek-Fan, ich finde es sehr geil, tatsächlich. Und Silvi gibt es zum Spiel nicht dazu, genau. Ach, komm schon. Protect your allies. Ach ja, und es ist nur Englisch, ne? Also in Sprache als auch in Text, nur Englisch. Muss man mit klarkommen, sonst schwierig. Enemies will also target your allies. If an ally dies, you fail the mission. Ist auch klar. If whatever appears over the enemy, they are targeting an ally. If blah 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 fails completely, your ally will take damage. Das ist nicht gut. Shoot with enemies as quickly as you can. Sowieso. Ah, der da. Ha, aua. Lass das. Was soll das hier? Au! Achso, weil ich. Ach, ich denke, ich bin das an der Stelle. Bin ich aber gar nicht. Die Meaning-Maschine. Rollt sie alle nieder. Es kommen mehr von der Sorte. Wie viele haben die denn korrumpiert, die Schweine? Bam. In your face. Yes, ma'am. Ich treffe auch gar nicht, ne, die Idioten.
Oh, oha. Krasse Beschleunigung. Aufpassen, festhalten. Hold on to something. Wow. Party.